Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends. Und in dieser Folge gibt's ein bisschen ein anderes Layout, wie ihr seht. Und darauf werde ich dann später zu sprechen kommen. Aber wie immer gibt es jetzt diesen berühmt-berüchtigten Anfangsflexer. Und ja, dieses Mal ist es ein 3-in-1 Kaiser-Paket. Und zwar, kurz gesagt, ich habe die Meisterschaft Stufe 7 mit Kaiser erreicht. Das war gestern, also ein Tag bevor ich diese Aufnahme gemacht habe. Und ich habe es hier in den Höhepunkten gespeichert. Ich habe 2 Pentakills mit Kaiser gemacht. Es ist zwar ein bisschen blöd wegen diesem Layout hier, das ich ausgewählt habe für die Aufnahmen, also mit dieser Punkteübersicht unten. Aber ich kenne das einfach von so, ja, Pro-Videos, sage ich jetzt mal. Und deswegen hat sich das irgendwie so in mein Gehirn eingebrannt. Und deswegen wollte ich das einfach so haben. Und ja, ich hatte hier dann den Quadrat. Und ich wusste, er war in der Nähe, deswegen habe ich ihn gejagt. Aber der Ehrenlose, er wollte einfach nicht gönnen. Ich muss sogar mein Healing einsetzen, soweit ich weiß, ja. Hab mal ganz knapp noch den Penta geschafft, aber ja, Penta ist Penta, wie gesagt. Ja, kurz gesagt, mein Ziel am Anfang war es einfach, Katarina zu killen, weil sie einfach die größte Bedrohung war. Und zufälligerweise war irgendwie jeder dort. Ich habe mich dann zu Vega geportet, was Zed da gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der dachte, er konnte mich killen, wenn er mich jetzt weht, aber keine Ahnung. Und ja, Vega habe ich dann schlussendlich auch noch bekommen und somit einen Pentakill gemacht. Ja, und das war's jetzt eigentlich auch mit dem Flex. Wir werden wie immer wahrscheinlich 2 Runden haben. Wir spielen jetzt eine Runde Ranked. Wie immer natürlich Dschungel und ich hoffe nicht, dass wir Bottom eingeteilt werden. Und ja, dann werde ich ein bisschen reden, dies, das. Skü-skü. Skü-skü. Ich finde es wieder extrem geil, wir haben 11 Minuten Aufnahme und davon haben wir halt bis jetzt nur einen Anfangsflex und halt abgebrochene Matches, ja. Okay, das sieht von den Meisterschaftsstufen bei uns doch sehr vielversprechend aus. Okay, haben wir dieses Mal, glaube ich, einen besseren Start, nicht so wie in der letzten Folge, wo Morgana uns den Anfangsgolem geklaut hat. Ach so, und wenn ich jetzt schon mal dran bin, kann ich ja darüber reden, warum ich jetzt sozusagen so eine... Wieso ich jetzt so ein League-Overlay habe einfach. Ja, kurz gesagt, ich gucke in meiner Freizeit ja auch League-Videos. Da gibt es so einen YouTuber, der heißt No Way For You, das ist ein Deutscher und das ist ein Challenger-Spieler. Und der hat es halt gehabt und ich gucke extrem gern seine Videos. Und ich dachte mir so, ja komm. Wäre doch nice, wenn wir das auch hätten. Okay, das wusste ich, dass das passieren wird. Ja, und noch kurz wegen diesem, ich nenne es jetzt mal Overlay. Ich bin nicht sicher, wie es rüberkommt. Ich habe schon öfters das sozusagen probiert. Also das gab mehrere Versionen von dem. I got you, homie. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Die Assassinen-Spieler. Ja, da musst du nichts können. Der wirft da deinen Fisch. Nur Control Mate. Warum ist die Meta so schnell? Mann, ist das alles scheiße. Okay, wir fokussen Caitlyn. Ja, geil. Ich wollte eigentlich den Caitlyn killen, aber easy.
Okay, das war dann doch wieder ein erfolgreicher Gank, würde ich sagen. Hast du keinen Sinn fürs Dramatische? Auch wenn ich jetzt die rote Form bekommen habe, soll mal recht sein. Ich meine, der andere beschwert sich die ganze Zeit. Entweder ich nerv mich halt, weil er die ganze Zeit heult. Oder wegen der Form. Irgendwas muss hier sein. Ey. Schon wieder? Hol ihn bitte, jawohl. Ey, Digga, nervt das. Schisch. Mit so viel Aura in meinen Händen ist mein Imperium unbesiegbar. Haben wir ihn. Und das Bonuskopfgeld auch. Stirb. Triple. Ja. Ist ein bisschen blöd gelaufen, muss ich sagen. Okay, Kaelin haben wir rausbekommen. Das ist schon wichtig, würde ich sagen. Ja. Quadra. Hast du mich vermisst? Ich mich schon. Also der Dschungler von denen ist ja nicht hier. Deswegen kann der Baron eigentlich nicht gestealt werden. Und passt gerade. Ich wurde gerade wiederbelebt, nice. Was jetzt? Ja, okay, die Ult war dumm. Hä? Lol. Ja, wenn sie ihn wollte, dann soll sie doch den Frosch nehmen. Kann ich doch nicht wissen. Und sie haben aufgegeben. Nice. Ich habe einen S-Rang, Kaiser hat einen S-Rang, Nautilus hat einen S-Rang. So, und in dieser Runde spielen wir Viego. Komm, Set. Du bist doch ein Vogel. So, dieses Mal aber wirklich. Set, du Vogel, wo bleibst du jetzt wieder? Ey, Vogel, Vogel. Das schiebst du jetzt nicht auf den Ping, nein. Genial, wie die Botlane wieder gankt. Ich weiß nicht wieso, aber die Laner finden es aktuell extrem lustig, nicht mitzugänken. Ach so, und ich hoffe jetzt, dass die Einstellungen, beziehungsweise die Aufnahme, besser ist als die letzte, weil, ja, DevChip hat mir das gefixt mit dem OBS-Problem hier. Danke an ihn an der Stelle. Kanal ist verlinkt. Ich hoffe, man merkt den Unterschied. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, ist einfach praktischer für mich, aber ja. So, haben wir ihn? Nicht dein... Okay, komm immerhin. Nach dem 10. Gank-Anlauf hat es dann doch geschafft. Was macht der Vogel jetzt hier? Ja, geil. Natürlich kann ich so nichts machen, wenn mir schon vor... Ja, etwa in der 15. Minute was geklaut wird. Ja, surrender, please. Ja, dann hat er ihn bekommen, jetzt meint er sehr gut. Ja, geil.
Ich mach die ganze Vorarbeit und sie kriegen den Kill, ich feier's. Es ist auch echt unglaublich, ne? Mittlerweile kann ich es ja verstehen, wir sind schon über die 20. Minute gekommen, aber... Ja, komm. Diese unbändige Wut ist sowas von nervig. Ja. Und sowas passiert dann. Egal, ist aber nicht abgestoppt gewesen dieses Mal, weil ich war ja tot. Okay, ich glaube, ich werde heute sogar noch eine dritte Runde dranhängen, auch wenn die Runden gerade ein bisschen länger sind. Aber die hier mit Viego läuft gerade überhaupt nicht. Ich spiele gefühlt Supporter. Diese unbändige Wut ist zum Kotzen. Und ich habe wieder nicht einen bekommen. Es war so klar, er macht seine unbändige Wut natürlich wieder auf mich. Es war so klar. Wie oft hat er die Scheiße bitte? In jedem Scheiß-Fight mit ihm hat er seine scheiß unsterbliche Wut gehabt und deswegen bin ich gestorben. Jedes Mal. So, dieses Mal habe ich ihn bekommen. Und wurde mir nicht abgestaubt, nice. Ich komme hier nicht weiter. Hallo. Das ist ein Stein. Oh, ist das nervig. Nee. So, ich würde jetzt sagen, es gibt jetzt noch eine Runde Ari. Und warum, werde ich dann gleich erklären. Und ja, in der Zwischenzeit kann ich ja das hier einfach mal einblenden. Das habe ich oft eingeblendet, ab und zu nicht. Und ja, deswegen wollte ich es jetzt einfach mal kurz einblenden, weil ich das ab und zu einfach gemacht habe. Und ja, wir haben Wladimir als Gegner. Das Problem ist, ich sehe den Charakter eh gefühlt nie in einem Match. Die Abilities weiß ich halt auch nicht mehr auswendig. Ich weiß nur, dass er sich enorm healen kann und irgendwie in den Boden eintauchen kann und ja. So, los geht's. Und ich habe jetzt schon keine Lust, gegen den zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde extrem defensiv spielen wahrscheinlich. Ist das weiße Schild? Ja, oder? So, erste Combo und wir werden schon gegankt. Ernsthaft? Okay, ich kann seine Abilities gerade null einschätzen. Er hielt sich bei mir einfach nur die ganze Zeit. So, haben wir ihn. Ein guter Push reicht und er muss extremst aufpassen und wir kriegen den Gank. Schade. Hab's leider zu spät bemerkt. Lief jetzt ein bisschen blöd, aber ja. Es reicht, wenn wir ihn noch einmal verliebt bekommen und ihm unsere Kuh anwerfen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir das Zeug nicht verfehlen, weil wir haben extrem wenig Mana. Oh, wir haben getroffen. Anzünden. 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 Er sollte sterben, oder? Oder kann er sich nochmal healen? Er kann sich nochmal healen, ernsthaft? Ey, das ist ja abnormal unfair. Er muss einmal rausgucken, dann muss ich ihn treffen, dann ist er tot. Aber er hat seine Ult. Und ich weiß nicht, was es ist. Oh, ich komme bei seinen Attacken null draus. Ja, geil, wieder ein Gank. Boah, hätte man mehr Mana, würde ich ihn so pushen. Und wir werden schon wieder gegankt. Hat der nix? Der hat ernsthaft nichts Besseres zu tun den ganzen Tag. Ich habe halt zu wenig Mana für alles gefühlt. Wenn ich jetzt einmal irgendwas nicht treffe, könnte ich am Arsch sein. Und die werden schon wieder gegankt. Der eine Hammer. Ich werde mich healen, ich werde mich healen. Jawohl. Ich habe kein Mana. Das war ganz, ganz knapp. Also, direkt mal ein verlorenes Kapitel gekauft, wegen den Mana-Problemen, die wir haben. Weil so kann man gegen den gefühlt nicht fighten. Schon wieder werden wir gegankt? Er wird verbrennen, oder? Nein, er hielt sich.
Weniger als 50 HP hat er. Unglaublich. Okay, sie hat ihn gekriegt. Gut. Können wir mitleben. Hammer ihn, nice. Die Frage ist nur, ob ich nicht gleich wieder gegankt werde. Ach so, warum spielen wir Ari? Ihr seht's. Ich habe den KTH Loudskin. Ich habe den dieses Mal nicht gekauft. Ich habe den aus diesen Neujahrskisten bekommen. Ich habe mir allgemein mal geschworen gehabt, als ich League of Legends angefangen habe zu spielen, dass ich Ari mal aus Spaß main wollte. Also ich habe das damals aus Spaß gesagt. Und ja, jetzt denke ich daran, das wirklich umzusetzen. Weil der Charakter ist ehrlich nicht schlecht. Wenn man so einigermaßen mit dem anfängt zu spielen, würde ich ernsthaft behaupten, er ist nicht schlecht. Das Nervige ist halt, ich kriege diesen Vladimir nicht gut raus, weil er sich die ganze Zeit irgendwo healen kann. Das heißt, das Verbrennen bringt mir gar nicht mal so viel. So, jetzt haben wir ihn aber. Ja, wieso war das wieder klar? Der Typ hat nichts Besseres zu tun. Er hat nichts Besseres zu tun. I'm fast as fuck, boy. Unglaublich. Dieser Yi hat nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit in diesem verdammten Busch zu warten, bis ich irgendwie rauslaufe. Dann ultet er, dann gut, dann macht er alles, was er kann. Er ist schon wieder hier in der Nähe. So, jetzt endlich. Schon wieder. Frechheit. Sheesh. Nervt mich gerade schon ein bisschen, dass ich so hart gefokust wird. Jawohl, haben wir ihn. Nein. Du ziehst hier nicht wieder ab. Verbrenn. Verdient. Oh shit. Nee. Da haben wir sie. Nee, Soraka hat sie. Jetzt lass mich doch einfach gehen! Schön, Soraka. Oh, das ist eine komplette Chaosrunde. Das Traurige am Ganzen ist, dieser Yi ist ja nicht mal erfolgreich mit seinen Ganks. Why you bullying me? Er ist einfach scheiße, aber er nervt. Jetzt verbrennt doch! Ja, geil. Und der andere hat sich schon wieder irgendwo geheilt. Es ist unglaublich. Hab sie. Und ich habe der einen damit das Leben gerettet, aber abnormal. Sheesh. Danke, Soraka. Das war wirklich Rettung in letzter Minute. Und sie haben aufgegeben. Nice. So, und damit würde ich sagen, war es für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.